Da sind wir wieder mit einer Flugshow World of Warplanes. Die letzten beiden Flugshows konnten wir ja jeweils einen gegnerischen Feind abschießen. Mal gucken, wie es heute läuft. Wir sind wieder unterwegs mit der Arado AR-80. Wollen wir mal gucken, wo unsere Bomber sind. Die werden mit Sicherheit den feindlichen Flugzeugträger angreifen. Und dann werden wir denen mal ein bisschen Begleitschutz geben. Ja, das da vorne dürfte einer sein, da hänge ich mich jetzt mal hinter. Oder auch nicht. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen näher aufschließen. Ach ne, ist gar kein Bomber. Da oben kommt schon ein Gegner. Und der ist relativ schnell. Nicht, dass der jetzt von oben runter stürzt auf uns. Na komm, den fangen wir mal ab. Wie ich mir das gedacht habe. Das war übrigens eine Bf 109B, ein deutscher Jagdflieger. Und währenddessen wir hier abschmieren, das Schiff da unten werden wir nicht erwischen. Wir werden einfach ins Wasser stürzen. Ja, das war eine sehr schnelle Runde irgendwie. Na, das machen wir anders. Jetzt gehen wir mal eben hier raus, zurück zum Hangar. Okay. Ich habe mir währenddessen nämlich noch zwei andere Flugzeuge angeschafft. Und zwar ist das einmal die AO-192. Das wurde in der ersten Version im Sommer 1935 gebaut. Das war eigentlich so eine Ausschreibung von der Lufthansa. Die wollten ein Transportflugzeug haben. So wie die Maschine hier im Spiel dargestellt ist, hat es die nie gegeben. Es war eigentlich, wie gesagt, nur ein Transportflugzeug, so eine Passagiermaschine, so eine kleine. Oder halt aber auch ein Aufklärungsflugzeug. Ja, als Transportflugzeug wurden drei Testmodelle gebaut und später auch sechs Serienmaschinen. Und das Ganze wurde dann auch Anfang des Krieges nur als Transportmaschine benutzt. Also wie gesagt, so wie die hier dargestellt ist, hat die eigentlich keine Auswirkungen im Krieg gehabt. Trotzdem werden wir jetzt mal eine Runde fliegen, da unsere schöne AR-80 ja in den Pazifik gestürzt ist. So, bestückt habe ich die Maschine mit Bomben und ich benutze ihn eigentlich auch als Bomber. War auch in den Gefechten, die ich hier so nebenbei gespielt habe, schon recht erfolgreich damit. Probieren wir es doch einfach mal. Wir haben auch noch zwei Partner mit der AO-192 und wir werden gezielt auf die feindlichen Stellungen gehen. Ungeachtet dessen, ob wir angegriffen werden oder nicht, wir werden da natürlich um Rückendeckung betteln müssen, damit die Jagdflieger von uns auch den Rücken frei halten. Das funktioniert manchmal sehr gut, aber nicht immer halt, ne? Und dann kann es passieren, dass wir dann auch direkt am Anfang wieder abgeschossen werden. So, ich glaube, wir sind auf El Haluf oder wie die heißt. Ja, El Haluf, genau. Naja, schauen wir einfach mal. So, wir werden jetzt direkt mal am Anfang relativ weit runter gehen, damit wir die Bodenziele angreifen können. Da unten seht ihr auch schon unter mir die Anzeige für den Bombenabwurf. Das ist auch relativ genau, das funktioniert ziemlich gut. Bomben abwerfen könnt ihr übrigens mit der Taste B in den Standardeinstellungen oder halt die Space-Taste. Da vorne ist schon ein feindlicher Jagdflieger relativ nah an uns dran. Und ein zweiter und ein dritter. Aber die beachten mich momentan gar nicht. So, jetzt mal eben die Meldung raus an Rücken frei halten. Dann schalten wir mal in die Bombenabwurfansicht. Da ist das Ganze noch ein bisschen genauer. Und den holen wir jetzt. Da seht ihr auch die Bombe, die wird ausgeklinkt. Und gleich macht es bumm. Bodenziel zerstört. Oh, Treffer. Müssen wir mal gucken. Stoßwinkel zu groß. So, jetzt nehmen wir mal da vorne das Ziel. Vier Bomben habe ich insgesamt mit dabei. Das machen wir ohne Bombenansicht jetzt. Oder ohne Zielansicht.
Das kriegen wir auch. Bodenziel zerstört. Ah, jawohl, das war wieder ein Treffer. Und dann werden wir das Lagerhaus jetzt mal bombardieren, da. Da gehen wir wieder in die Bombenabwurfansicht. So, das scheppert jetzt gleich. Und raus mit dem Ding. Bodenziel zerstört. Ja, das war auch wieder ein Volltreffer. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch. Drehen wir mal eben bei. Da ist das gegnerische Hauptquartier. Da könnten wir jetzt mal die Flak da behaken. Legen wir jetzt einfach mal drauf zu. Die ballern auch schon lustig auf mich. So, das hat sich halt erledigt bei euch. Und die Bombe raus. Das war auch ein Folter. Jetzt weg. Ich habe nämlich nur 4 Bomben, bevor die feindliche Flugabwehr mich jetzt in Stücke schießt. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Da kommen wir mit unseren normalen Maschinengewehren ran. Bleibt doch da drin. So, da drehen wir gleich nochmal bei. Nehmen wir mal ein bisschen Leistung raus, damit wir die Kurve enger fliegen können. Und dann wieder Ziel aufschalten. Wow. Ah. Es gibt ja keine Aufnahme ohne einen epischen Fail von mir. Da habe ich ein bisschen zu viel Fahrt rausgenommen, bin dann mit der Nase nicht mehr hochgekommen. Naja gut, zumindest haben wir 4 Bodenziele zerstört. Ist doch auch mal was. Und dann haben wir die Karre gegen den Berg gesetzt. Herrlich, kann ich da nur sagen. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch eine A192, ein Kollege von uns. Der hat sogar noch alle 4 Bomben runter. Das macht mich ja narrig. Okay, jetzt haben wir nur noch 2 Gegner. Das scheint ein Sieg für uns zu werden, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ah, der hat da wunderschön die Arado gerade abgeschossen. Das müsste eine AR-68 gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt kriegt das Landungsbuch vom Gegner dann noch eine Bombe auf den Kopf. Jawohl. Das war ein Volltreffer. Ja, wunderbar. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, ganz genau. Sieg, alle gegnerischen Flugzeuge sind zerstört worden. Wie ihr sehen könnt hier, mein Absturz ist natürlich -1, das ist ganz klar. Dafür haben wir aber 4 Bombentreffer gemacht. Ne? Ja, ich bin zerstört, klar. Eigene Erfolge, können wir mal eben reingucken. 3 gegnerische Ziele und eine Flak erledigt. Ein gegnerisches Ziel beschädigt und eine AU-192 beschädigt. Ja gut, das kann eventuell mein Heckschütze gewesen sein. 175 Forschungspunkte, Erfahrungspunkte, wie immer ihr das nennen wollt. Und 4549 an Kohle hat es gegeben. Ja, ich würde sagen, wir drehen noch eine Runde. Na? So, da ist sie, die AR-80. Hier unten habe ich schon die Fokker Wolf 57 mir gegönnt. Damit werden wir auch in den nächsten Flugshows ein paar Runden drehen. Ich benutze das Ding auch als Bomber. Der hat aber auch eine relativ starke Bordkanone, dass man auch ohne Bomben die Bodenziele angreifen kann. Ja, aber jetzt erstmal wieder mit der AR-80 ins Gefecht. Gucken wir mal, wo wir auskommen hier. Ja, da haben wir es. Wir sind da. Kachter Hafen, okay. Da gibt es immer relativ viele Bodenziele, aber eigentlich ist das Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Es gibt auf jeder Karte genügend Bodenziele. Hier sind halt immer wieder ein paar nette Schiffe dabei, die man bombardieren kann. Was haben wir denn in der gegnerischen Mannschaft?
3 AR-80, eine Bristol 133, auch ein sehr schönes Flugzeug. Zwei Fokker Wolf 57. Was haben wir da auf unserer Seite? Na, AU-192, okay. Ich sehe gerade hier, wir haben auf der Nummer 13 den Pranja mit der I-15, die kann ich auch immer vorstellen. Das ist dieses Premium-Geschenk gewesen. Das hat so zwei kleine Raketendüsen dran. Aber wie gesagt, das zeige ich euch mal in einer extra Flugshow. Das ist ganz lustig, das Ding. So, jetzt konzentrieren wir uns mal so ein bisschen auf den Flugkampf hier. Ja, Luftkampf. Ab das Ding. Sieht hier so aus, als wenn ich mich hier verbissen würde, aber ich versuche jetzt einfach mal hinter die feindliche Luftlinie zu kommen. Das ist nicht mal ganz einfach, da habe ich auch schon einen am Arsch. Wie finde ich das denn? Na komm, dann drehen wir mal bei. Wo ist denn der mit seiner Gurkenkiste? Da! So, jetzt habe ich die Landeklappen noch mit rausgefahren, damit wir eine schöne enge Kurve fliegen können. Aber der Junge ist auch nicht ohne. So, jetzt sind wir zu zweit an dem dran. Passiert natürlich genau das, was ich nicht will. Dass ich den Kollegen eventuell noch ein paar mitgebe. Bleiben wir einfach mal dahinter und gucken, was passiert. Jawohl, das hat sich erledigt für ihn. Den haben wir zwar nicht abgeschossen, aber wir haben unserem Kollegen guten Geleitschutz gegeben. Müssen wir mal gucken, dass wir da hinten rüberkommen. Unser Hauptquartier wurde zerstört. Unsere Flaggen sind ungenauer. Da geht es nämlich noch viel mehr zur Sache. Aber wir sind doch relativ tief, sehe ich gerade. Müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Motor überhitzt. Boost kann nicht aktiviert werden. Ja, ich mag diese Meldung. So, jetzt mal eben umgucken. Okay. Ich würde sagen, der da rechts gerade von uns fliegt, den schnappen wir uns jetzt mal. Oh, das sind sogar nicht nur einer, das sind sogar ganz viele. Oh, wen haben wir denn da oben noch? Okay. Ja, A5M. Da versuchen wir uns da mal dran zu hängen. Motor überhitzt. Boost kann nicht aktiviert werden. Ja, da war die Übermacht einfach zu groß. Sind wir da noch an das Haus reingekracht. Aber okay. Ja, da ist die Bristol 133, wovon ich eben gesprochen habe. Wie gesagt, sehr schönes Flugzeug meiner Meinung nach. Sieht einfach stylisch aus, das Ding. Aber der macht es gerade auch Richtung Boden. Ja, da haben wir noch eine Fokker Wolf von uns. Und das ist irgendwie typisch für World of Warplanes, wenn die sich gegenseitig rammen und dann abstürzen. Das ist ein absolutes Unding. Also da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn einer so Kamikaze fliegt. In diesem Sinne, ihr Lieben, morgen werden wir uns auch mal mit der Fokker Wolf beschäftigen. Und ich habe diese I-15, also dieses russische Flugzeug, noch im Hinterkopf. Ich kann es aber euch auch mal eben zeigen. Gehen wir mal kurz zurück zum Hangar. Weil das Ding sieht wirklich knuppig aus. So, da ist die I-15. Na, und wie ihr sehen könnt, sind da unten so zwei kleine Triebwerke drunter oder Raketen, keine Ahnung. Ich habe mich da wirklich noch nicht mit beschäftigt, da müsste ich mich mal einlesen. Aber das Ding ist auf jeden Fall klasse.
Und von der Manövrierbarkeit her ist das fast unschlagbar, die Kiste. Also, das ist schon der Hammer. Ja, okay. Morgen, wie gesagt, mehr zur Focke Wulf 57. Dann gibt es auch schon ein bisschen Erklärung dazu. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen. Tschüss.